Hallo liebe Freunde und ein herzliches Willkommen in der Hölle. Wir sind hier in die Festung des Wahnsinns nun angekommen und... Aha. Es gibt noch zwei weitere Punkte. Gut, Tyreal. Schön, dich wiederzusehen. Mephistos Niederlage ist ein großer Sieg für das Licht. Ich wusste, dass du letztendlich den Weg hierher finden würdest. Die Festung des Wahnsinns ist die letzte Bastion der Macht des Himmels vor den Toren des Höllenfeuers. Dieser Ort wurde vom Blut tausender Helden des Lichtes geheiligt, von denen viele Sterbliche waren wie du. Nun rückt das letzte Gefecht gegen die großen Übel näher. Und du musst dich ihnen allein stellen. Mir wurde verboten, dich direkt zu unterstützen, nur durch etwas Wissen. Denn dies ist die Stunde des Triumphs sterblicher Menschen, deines Triumphs. Möge das Licht dich beschützen und mögen die Mächte des Himmels deinen Weg erleuchten. Mhm. Krass, aber er darf mir nicht helfen. Cool, Engel an seiner Seite. Es gibt eine dunkle, gequälte Seele, die vor langer Zeit in dieser gottverlassenen Region gefangen wurde. Die Sterblichen nannten ihn Isual, und in früheren Zeiten war er mein vertrautester Vasall. Doch er führte gegen meinen Willen einen aussichtslosen Kampf gegen die Höllenschmiede selbst. Trotz Kraft und Mut wurde Isual von den großen Übeln gefasst und durch ihre perverse Macht verdorben. Sie zwangen ihn, sein Volk zu verraten und die bestgehüteten Geheimnisse des Himmels preiszugeben. Er wurde zum Schatten seiner selbst, ein gefallener Engel, dem weder der Himmel noch die Hölle trauten. Für seinen Verstoß wurde Isuals Seele in den Körper einer schrecklichen, aus dem Abgrund heraufbeschworenen Kreatur verbannt. Sein irrer Geist wohnt nun schon seit vielen Jahren in dieser gequälten Hülle. Mir scheint, er hat lange genug gelitten. Ich bitte dich, finde Isual und erlöse ihn von dieser grausamen Strafe. Mach seiner Schuld und seinem Leid ein Ende. Okay. Erste Quest, töte Isual auf der Ebene der Verzweiflung. Es sind tatsächlich nur drei Quests hier. Privater Besitz ist immer schön dabei. Da haben wir noch Deckard Cain. Ja. Okay. Haben wir auch irgendwas zum Kaufen hier? Tama Jamila. Seid gegrüßt. Bei ihr können wir ein Glücksspiel machen. Und hier haben wir Halbu. Was braucht ihr? Handeln und reparieren. Einwandfrei. Ja, ich gehe jetzt wirklich hin und glaube, kaufe mir bei Jamila im Glücksspiel mal ein paar Gegenstände. Ja, ich hätte nämlich gerne mal ein paar neue. Schöne Sachen. Ein paar Stiefel. Die brauchen viel zu viel Stärke. Schön, 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 schön. Glückstreffer gelandet. Weg damit. Da haben wir einen Dreifachgürtel. Schade. Auch weg damit. Die Handschuhe werde ich noch anziehen können. Das Glücksspiel könnte jetzt kurz dauern. Ich brauche halt einfach mal ein paar neue Gegenstände. Einen Hut bräuchte ich noch. Hut, 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 Hut. Hut hat sie keinen. Ein Dreifachgürtel wieder. Und schon wieder den Scheiß. Nein, auch nichts dabei. Nada, schade. Auch nicht nochmal. Da war nur eine dämliche Mütze. Mütze will ich aber nicht, Wilhelm. Ich glaube, der ist auch zu gut. Auch nicht. Ui, wahrscheinlich ist es wieder derselbe Gürtel. Nein! Oh, ein besserer. Aber da brauchen wir 46 Stärke. Das heißt, den kann ich erst in den übernächsten kann ich den tragen. Aber ist okay. Die Stärke, die hole ich mir definitiv noch.
Na, ansonsten. Vielleicht irgendwie noch so ein. Was können wir vielleicht noch holen? Bin mir da ehrlich gesagt etwas unsicher. Was ist denn das, ein Reif? Plattenharnisch. Nee, ich glaube, dann lassen wir es auch dabei. Wir bekommen ja in den nächsten Runden dann schon wieder was Gescheites. Boah. Obwohl, der Helm. Ah, Vollhelm. Kann aber sein, dass ich den wieder nicht tragen kann. Ach, Glücksspiel, was soll's. Yes, den können wir beim nächsten auftragen. Ganz schnell Level abmachen. Dann können wir endlich diese Sachen benutzen. Und dann bewegen wir uns mal raus aus der Festung. Und in die Wellen des Wahnsinns. Die äußere Steppe. Uiuiui. Ja, ab sofort haben wir definitiv die Gegner am Arsch. Ich gehe mal da in den Büro. Und Leute, da ist mal eine Runde ein bisschen feiner. Und dann kommen meine Skelettkrieger mal. Frage hinterher. Und ein Turngolem. Nein, verdammt. Ich muss ihn unbedingt wieder umlegen zum Eisengolem. So, jetzt hat er aber. Alles klar. Wo geht's da lang? Gefangene Seele. Ach du Scheiße. Sieht das hier geil aus. Ah, ich bin fast immer glatt. Sehen Sie die äußeren Steppe. Suchen Sie Isa in der Ebene der Verzweiflung. Das heißt, die äußere Steppe ist doch nicht das, was wir eigentlich suchen. Sondern es kommt erst zum Ball. Teufels, Liga. Und Level up. Dann geht alles in Stärke. Damit können wir alle drei Gegenstände anlegen. Ach, perfekt. Perfekt. Damit überleben wir auch eine Runde länger. Fertigkeiten. Bin gerade am Überlegen. Gehe ich noch auf meine Skelette? Ich gehe mal auf die Knochenspeer. Habe ich den auch aktiv? So ordentlich. Da mein Breitschwert. Ich bin überladen. Ja, bist du. Aber passt schon. Nimm die Tränke mit. Man weiß ja nie. Kleinen Ebenen hier haben wir jetzt. Oh, was haben wir da? Ritter, der verdammt ist. Schießen wir da mal. Können durch das schwarze Nichts nicht schießen. Interessant. Eine Stadtportal zu machen. Die Dinger nehmen. Oh, da haben sie Feuer aus. Das Fallen, Alter. Klasse, shit. Ach, da stehe ich voll vor Pfosten. Voll Pfosten. Wortwitz. Was haben wir da? Feuerwiderstand. Dämon frisst was? Was hat der da gestanden? Ich muss die Dinger mir nochmal angucken. Dämon frisst irgendwas, stand da. Gold haben wir echt im Überfluss. Grenzen da. Dämon frisst. Und spuckt Leichen. Alter. Wie eklig ist denn das? Frisst und spuckt Leichen. Bah. Das ist echt ein widerlicher Gegner. Ich glaube, dass wir hier wieder die Waldgebiete abgesucht haben, da kann einige Zeit. Ich kann nicht laufen. Das scheint mir nicht ein bisschen größer zu sein. Was ist das hier?
Stellen da war. Ja, das sieht man nicht mehr. Mega spitz aus. Alter, das ist echt gut. Alter. Ich bewundere gerade, wie geil das hier aussieht. Das sind aber auch echt einige Dämonen. Also, ich bin hier unterwegs. Ich brauche deutlich mehr Mana-Tränke nachher. Kann mir die ganze ordentlich Schaden machen, wenn ich nicht sterbe, aber das Blöde ist dann nur, dass ich relativ wenig Mana habe dafür. Mal weg. Die Dinger hier, Alter, da bewegen sie sich, seht ihr es? Da, die fangen die Seele. Lack. Nicht genug Mana. Ist das unglaublich eklig. Wir haben eine Kiste Seelenstärke dabei. Frag mich. Marius, ob den Seelenstahl, Seelenstein Karls dabei hat, den wir ihn dann nochmal einbinden könnten. Hui, so. Da sind wir gleich einmal im Kreis gelaufen, da geht's weiter anscheinend. Nee, doch. Ja, geht's da weiter? Ja, die Ebene der Verzweiflung. Dann machen wir aber erst noch diese Ebene fertig. Oh, meine ganzen Einheiten sind down. Schlecht. Einmal. Zweimal, dreimal. Zwei, drei. Nicht genug Mana. Das mit dem Mana ist echt schlimm. Vor allen Dingen, dass ich immer dieses Eisenzeug brauche, um mir mal einen ordentlichen Golem hinterher zu holen. Ach, das ist alles traurig. Alter, wie schnell die hier down haben. Ja, riesige Areale. Wow. Ich weiß gar nicht, wo das überall diese Portale sind. Da gehe ich mal ganz kurz gucken. Wegportale sind in der Stadt der Verdammten. Okay. Das heißt, lange Sicht. Bleib ein Weilchen und hör zu. Das Zeug können wir verkaufen. Was braucht ihr? Ich brauche sind Mana-Tränke. Mal davon und dann einmal von denen. Die schlucke ich hier immer kort. Und Stäbe, Knochenspeer 2 zu altern, 1 zu verwirren. Eisenbohlen, Spender, Knochen, Explosion, Gift, Nova. Nee, hat er nichts dabei. Dann wieder durchs Portal. Und irgendwo ein Eisenbohlen geschaffen. Nee, das gibt's doch nicht. Wie stark die sind. Kacke. Nee. Da vielleicht noch irgendwo was? Was draus machen kann. Also, was geht da? Brauchen wir unbedingt für die Erfahrungspunkte. Das Schottenschwert, yes. Was haben wir was machen können? Zeit ist die Dämonen klatschen, das Ganze ist gar nicht. Gar keine Ahnung. Das ist viel zu groß, glaube ich.
glaube, wenn man aber so akribisch auch alles absucht, könnte man das eine oder andere machen. Wobei es sind hier drei Quests, die wir machen müssen. Ich glaube, da finden wir eigentlich nicht viel. Zumindest nicht viel Besonderes. Ja, dann gehen wir mal zur nächsten Ebene, würde ich behaupten. Halleluja. Das hat jetzt also meine Skelette. Giftwürsten sind stark, Mann. Ich darf meinen Gegner jetzt immer unterschätzen. Beziehungsweise unterschätzt habe ich die Dämonen noch nie, nur sie waren noch lange nicht so stark wie jetzt. Beziehungsweise hatten noch lange nicht so viel Leben. Dann machen wir uns jetzt auf zu der Ebene der Verwirrten, um diesen Vasallen unseres Tyrael zu befreien aus seinen Qualen. Ja, und dann gibt es nimmer viel. Dann sind wir schon bald bei Diablo. Die Ebene der Verzweiflung erreicht. Und ab hier machen wir im nächsten Part weiter. Bis dann, Leute.